Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Kamehameha Simulator 2018. Hier ist wieder euer Mechaniker Legolas. Ja, wir haben hier diesen alten Bock in der Scheune gekauft. Einfach mal so, weil wir mal sehen wollen, wie das hier ist mit der Restaurierung. Bloß momentan macht das Auto noch nicht sehr viel. Es startet nicht. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie sind denn die Zündkerzen, wie gut. Stabil, das interessiert mich gar nicht. Ja, auf jeden Fall erstattet einfach nicht. Woran liegt es? Tja, ich würde halt mal vorschlagen. Ja, hier die Zündkerzen wissen wir nicht. Was mich halt wundert, wir haben doch ja schon Diagnose gemacht mit dem Messgerät, mit dem Multimeter. Ja, wir machen das jetzt einfach nochmal, das kann ja nicht schaden. Da werden doch normalerweise elektronische Bauteile durchgemessen. Ja gut, der Anlasser ist bei 14%. Aber das wird es ja wohl auch nicht sein, dass der Anlasser zu schwach ist hier. Kommen wir hier gerade mal ran. So. Haben wir einen neuen Anlasser da? Nein, haben wir nicht. Können wir den alten vielleicht reparieren? Nee. Der ist zu kaputt. Dann holen wir uns einen neuen Anlasser. Warte mal, ist das ein Standard, oder? Sollen wir mal kurz nachgucken? Ja, Standardanlasser. So, an. Wir haben ja schon auf die Batterie getippt. Anlasser Standard, jawohl. Ich glaube, wir haben noch ein V8 übrig. So. Das ist dann eigentlich der letzte Versuch. Und dann muss ich halt mal da einen Motor ausbauen oder so. Benzinpumpe war ja in Ordnung eigentlich. So, wo sind wir? Hier sind wir. Plus. Ich weiß nicht, ob ab einer bestimmten Prozentanzahl auch irgendwie was nicht mehr anspringt dann. Kann ja natürlich auch sein, ne? Wir checken mal noch ein bisschen was durch hier. Was kann man hier alles angucken? Filtergehäuse, okay, das geht nicht. Die Kopfhaube, ja gut, da haben wir eine neue, habe ich ja gesagt. Den Lüfter kann man angucken. Ja, sonst wird doch dies auch geprüft immer, ja. Oder die Pumpen, meine ich. Ja, wenn, dann täusche ich mich schwer. Okay, ja gut, da ist vieles, wie gesagt, rot. Also in schlechten Zustand. Der Generator war ja noch eigentlich ganz gut. Gehäusedeckel, ja, der ist auch nicht mehr toll. Die Wasserpumpe wissen wir nicht. Das können wir nicht demontieren hier, den Kühler. Ja, viel können wir ja gerade angucken. Das ist ja das. Was ist das? Ach, da ist die Kraftstoffpumpe drin. Ich habe mir gedacht, die wäre im Tank meistens drin hinten. Stopp, Moment. Kraftstoffpumpe ist ja das gleiche wie Benzinpumpe. Warte mal, machen wir kurz die Kraftstoffpumpe raus, ja? Ja gut, 50% dürfte eigentlich reichen, damit die noch ordentlich funktioniert. Was steht hier? Internal Resistor, ah ja, 12 Volt, la. Das ist geil. Was? Made in Portugal? So, gut, ich wollte eigentlich den Kühler mal noch wegbauen. Kühler DB 29%. Na gut, der wird auch ausgetauscht. Ich sag mal, alle Teile unter 50%, die schmeißen wir dann raus hier. So, jetzt checken wir nochmal, ob das jetzt anspringt. Ja, komm. Ein Lebenszeichen. Yes, geht doch. Ja, aber leider ist der Motor jetzt wieder aus. So, bewegen auf den Prüfstand hier. Was heißt der? Ich habe kein Motoröl aufgefüllt. Na toll. Jetzt fülle ich Öl rein und nachher muss ich es dann wieder raustun, ne? Naja, komm. Wir tun mal geschwind was rein. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Einfach mal so. Jetzt habe ich einfach mal vorher aufgehört, bevor der da absetzt hier. Testfahrt.
Dann machen wir erstmal die Testfahrt. Es reicht, okay. Weil wir müssen das Öl später wieder rausschmeißen. Von daher macht es sonst keinen Sinn. Eigentlich könnten wir es auch auffangen und wieder neu erfüllen zum Schluss. Aber das geht ja nicht. Die Beschleunigung ist ja sehr langsam hier. Das Auto ist mir zu langsam. Da kann ich ja gar nicht in die Bande reinknallen. Aber das ist gerade richtig für mich, weil ich kann ja mit den Dingern meistens nicht umgehen hier. Uiuiui, ui, ui, wackel, wackel, wackel. Das ist ein altes Auto, die waren auch noch ein bisschen anders gefedert wie jetzt hier die modernen. Aber generell wackeln die meisten Autos ja jetzt schon so lustig hier. Seit dem Jeep-Upgrade hier finde ich, dass sie so richtig wackeln. Aber das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. Ja, bremsen tut es in Ordnung hier, auf jeden Fall. So, dann lass uns mal gucken, was hat denn der Test ergeben. Na, lad. So, dann zeig mal an, bitte. Ein Stabilisator, okay. Aha. Also hier werden definitiv keine Bremsen getestet hier. Oder doch? Da, Radbremszylinder. Ich nehme es zurück. Aber das müssten doch mehrere geprüft werden, oder? Ja, da fehlen doch ein paar Teile. Koppelstange. Was sind jetzt noch Teile, die noch nicht geprüft waren? Bremsbacken, Bremsbacken. Ja, das ist alles so ein bisschen durcheinander hier, die ganze Sache deswegen. So, schließen. Wir packen dich mal noch auf den Prüfstand hier. Pam. Ja, nee, diesmal nicht. So, lalalala, ich kann fliegen. Ja, mache ich mir zu gern hier. Ja. Und, ja, komm, jetzt mach jetzt so einen Zirkus hier. Spring an. Bremse. Ja, da wird man halt jetzt ein paar Folgen mit dem Auto beschäftigt sein. Ich hoffe, das ist euch nicht zu langweilig. Ich möchte es halt jetzt mal sehen, wie das ist hier. So, ja gut, die Bremsen, die müssen wir überholen, auf jeden Fall. Also bei den Werten da, dass er überhaupt noch gut bremst. So, ruppeldi, ruppeldi. Und rubbeldi rubbeldi. So, das war's. Na, sehr viel Orange und Rot hier. Ja, wir haben hier viel zu tun an dem Auto, muss ich schon sagen. Also gut, dann auf die zweite Hebebühne. So. Ja, viele Sachen sind halt noch nicht getestet, ne? Aber die Karosserie ist jetzt vom Ganzen einigermaßen okay. Wie man hier sieht, das schlechteste Teil hat 60%. Aber ansonsten müssen wir jetzt hier halt mal Motor durchgehen. Das ist jetzt ja das eine. Gut, dann würde ich sagen, um den Motor auszubauen, müssen wir erstmal hier das Getriebe abschrauben und so weiter. Und den Krümmer abmachen, ne? Bump. Ich weiß noch nicht mal, was der Krümmer hat. Wieso geht der Krümmer eigentlich nicht ab? Weil. Ach, weil der Ansaugkrümmer da drüber ist. Ach, da muss ich ja schon hier den Motor vorher zerlegen, oder? Ich probier's mal, aber das Getriebe. Ja, das Getriebe muss aber auf jeden Fall kommen. Da machen wir jetzt nicht lang rum. Das Getriebe muss auf jeden Fall ab. Aber normal auch der Krümmer. So, dann lass uns doch mal hier munter beginnen. Gut, die Kardanwelle war ja noch ganz gut.
So, dann machen wir die mal weg hier. So. Bin echt mal gespannt, was wir da als Bonus kriegen, wenn wir da mit dem Auto fertig sind. Also das Getriebe, ja, das würde ich mal auf die Liste schreiben. I6B, ja, der Anlasser. Ach Mann. Ich bin auch so ein Held. Okay. Der Anlasser muss ja weg. Und den kann man wieder nur aus dem Motorraum aus wegmachen. Das ist das Nächste, was mich eigentlich immer ein bisschen stört, warum man den nicht entweder so oder so machen kann. Weil bei manchen Modellen geht es ja auch anders da. So, wieder hoch. Was man auch schon mal machen könnte, den Motorkran positionieren an die zweite Hebebühne. So. Getriebe. Jetzt lässt sich's abschrauben. Ja, wundervoll. Sicher, wir können jetzt weitersuchen, bis wir alle Teile für das Auto zusammen haben. Ah, das wird ein Rahmen springen hier. Die kaufen wir jetzt einfach. So, da würde ich sagen, ein halber Kupplungssatz hier. Zum Beispiel hier das Drucklager. Die Druckplatte ist eigentlich noch ganz okay. Also ich gehe wirklich hier mal so her, mache Teile unter 50%, tausche ich aus. Die Kupplungsscheibe. Schreib mal auf. Beziehungsweise ich guck mal, ob ich noch eine da habe vielleicht. Nein, habe ich nicht. So, die Schwungscheibe weiß ich gerade gar nicht, wie sie zusammengebaut ist. 55%, okay, passt. Wir müssen hier eh ran. Also die Kurbelwelle ist ja auch nicht mehr so toll. So, wie schaut denn das Flammenrohr aus? 52. Können wir lassen, wie gesagt. Das, aber der Mittelschalldämpfer ist halt immer so toll. So, jetzt funktioniert das, wenn wir hier hochgepumpt haben. Funktioniert nicht. Also müssen wir das Auto nochmal runterlassen. Okay, die Logik haben sie gemacht, ja. Dass man das runterlassen muss erstmal. So, natürlich, wir montieren noch einen zweiten Motor. Ausbauen. Bitte vorher das Öl ablassen. Ach, ja. Das geht ja nicht anders. Das kann man ja nicht danach halt auf dem Ölstand ablassen. Das ist leider so. Wo ist denn der? Ah ja, hier hinten. Schwupp. An die zweite Bühne. Und dann per Knopfdruck einfach mal das Öl ablassen. So. Bzzzt. Ja komm, das kann jetzt nicht wieder schwarz sein. Das hat jetzt ausgesehen, als wäre das schwarz, das Öl. Oder es war minimal was drin und es hat sich jetzt gemischt. Und naja, ich habe ja vorher nicht am Ölmaßstab nachkontrolliert, ob wirklich nichts drin war. So, warte mal, jetzt müssen wir da runterlassen. So, Motorkran. Ja. Demontieren. Ah, wir haben diesmal nicht den... Aha. Weil wir mussten das letzte Mal den Dings wegbauen hier, den Auspuff da, diesen Krümmer. Auch recht. So, wir flanschen hier mal einen Motor auf, den hier. So, gut. Jetzt gucken wir uns mal die Sache an hier. Ach, der hat den gleich auf der Seite liegend hier montiert. Na, der Lüfter ist nicht mehr ganz so toll. Schraube den Lüfter mal ab. Vielleicht kann ich mir ja da einen. Ja, ich habe sogar einen, okay. Aber kann ich den reparieren möglicherweise? Das hat geklappt, jawohl. Ah, die Scheibe kann ich auch reparieren. Okay, die Schrott. Haben wir aber schon auf der Liste da aufgeschrieben. Das ist auch kaputt. Okay, die Kardanwelle müssen wir reparieren. Wir können es aber probieren. Also wir haben eine 89%ige Chance, ne? Ach komm, einmal. Mehr mache ich nicht an der Welle. So, das Getriebe haben wir auf jeden Fall ruiniert. Gucken wir auf die Liste. So, die Kupplungsscheibe müsste repariert sein, oder?
Nee. Die ist kaputt. Aber den Lüfter haben wir komplett repariert. Das musste nicht. Also gut, dann brauchen wir Kupplungsscheibe und das Drucklager. So, Ersatzteile. Getriebe. Und zwar einmal das Teil. Einmal das Teil. Und was war denn das für ein I-Getriebe hier? Ein I6B. I6B. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch ein anderes zufällig reinbauen könnte, wenn es da was zufällig passendes geben würde. So. Okay. Ein I6B. Das Getriebe haben wir jetzt schon mal. Das alte ist ja kaputt. So, wir können ja schon mal das hier wegschmeißen. Das hier wegschmeißen ist ja Schrott. Das war auch Schrott, ja. Lalalala, die Batterie ist Schrott, der Anlasser ist Schrott. So. Gut. Das mache ich jetzt nicht immer so, aber ja. Jetzt gucken wir einfach mal Motor. Nee, keine Einstellung. Am Motor weiter, wollte ich sagen. Das meiste können wir hier reparieren, also austauschen meine ich. Ja. Vieles muss hier gemacht werden. So, also gut, dann fangen wir mal an hier. Das schreiben wir schon mal auf. Beziehungsweise das löschen wir schon, das haben wir jetzt nämlich schon gemacht hier. Dann nehmen wir den Riemen weg hier, was noch den Riemen hier aufschreiben. Jetzt überholen wir erstmal den Motor. Kurbelriemenscheibe V8 auf die Liste, weil ich glaube nicht, dass wir sowas haben hier. Oder? Ich will mal kurz testen. Nee, sowas haben wir nicht so für ihr Vorrat. Wasserpumpe, da könnte man noch eine da haben, so eine I6B. Also die Riemenscheibe müssen wir aufschreiben. So, ich schraube sie mal raus und guck dann mal gleich, ob ich im Lager eine habe. Plus. Ja gut, aber die ist ja noch eigentlich in Ordnung. Die könnte man vielleicht reparieren. Ansonsten, ja. Ich probiere es mal. So, gut, 68% ist auf jeden Fall besser. Ja, 76, das ist okay. So, weiter geht's. So, Luftfilterdeckel, den müssen wir auch austauschen. Na, das Problem ist einfach immer, ich weiß nicht, was ich reparieren kann, was nicht. Also der Luftfilter, der ist wahrscheinlich schon unten. So wie der aussieht, ich schreibe mal auf die Liste. Und, was hat er? 23, ja. Das Luftfiltergehäuse ist auch nicht mehr so toll. So, weg mit dir. Aber da gucke ich gleich mal, ob ich es reparieren kann vielleicht. Ah, das kann man nicht reparieren. Alles klar. Dann muss ich mir mal angucken, was das genau war. Falsch. So, plus. Luftfiltergehäuse I6B. So, warte mal, machen wir alles. I6B. So, da müsste doch was. Nö, da kommt nichts bei raus. Warum nicht? Habe ich es vielleicht falsch? I6B. Macht doch nicht. Oder muss ich das in Klammer setzen? Klammer I6B, Klammer zu. Nö, macht er nicht. Okay, Luft, Filter. So.
Da haben wir zum Beispiel. Ah, da ist ein Leerzeichen dabei, okay. Also gut, ich kaufe den schon, ich habe ihn zwar auf der Liste stehen. Aber wir können ja das schon wieder kaufen, was wir jetzt da draufstehen haben. So, Luftfiltergehäuse. Da ist der Deckel, den brauchen wir. Oh. Ah ne, da unten das Gehäuse, ja. Das war's nicht, ne. Das ist okay, ja. Passt, was fehlt denn noch hier? Was haben wir schon draufstehen? Dann haben wir Keilriemen, Keil, ja. Keilriemen, I6B Typ A und B. A und B ist das hier. So. Dann Kurbel Wellen RI. So, ja, reicht schon. Kurbelriemenscheibe V8. Die hier. Ja. Und dann kann ich nämlich die Einkaufsliste schon wieder clean hier. Weg. So. Weiter geht's. Warte, hier sind wir. An unserem kleinen Motörchen. Warte mal, das ist doch. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz hier. Ich muss den Filter wieder zusammenbauen. So, ich will einfach mal gucken. Ne, tatsächlich, der passt. Weil da so ein Ding weggeht. Und da gab es ja einen, da wo das so weggeht, auch, ja. So, okay, dann ist alles richtig. So, der Vergaser, kann man Vergaser reparieren oder nicht? Ich weiß es nicht. Weg damit, weil der sieht nicht mehr so toll aus. Gehen wir mal einen Reparaturtisch und gucken, ob man Vergaser reparieren können. Ja. Ah, 100%. Perfektometer. Dann nochmal nachchecken. Ist das auch so? Ja, perfekt. Ich habe gedacht, zu 70% erreichen wir vielleicht. Das hätte mir auch gereicht. So, der Ansaugkümmer sieht ja auch nicht mehr gut aus. Da hätten wir eine Zylinderkopfhaube. Also da müsste man eine passende vorrätig haben, soviel ich weiß. So. I6B. I6B. Aber wir können die ja noch reparieren eventuell. Und wenn nicht, ist es Schrott und dann haben wir auch nichts kaputt unbedingt. So. Ah ja, gut. Sehr schnell verschrottet. Alles klar. Jetzt gucken wir uns mal die ganze Sache hier an. Die Ventile und so weiter. Da machen wir mal hier den Modus. Ah, da haben wir schon Hebel hier. Den sehen wir schon. Der ist aber gut. Was hat der? 34. 40. Ah, kaputt. Also rot ist bei mir eigentlich kaputt. Also, ja. Alles unter 50%, sagen wir mal so. Ich hoffe, das ist in dem Sinne. So. Das sind die Kipphebel. Kann man das hier auch? Die Ventilstößel angucken. Ne, nur Demontage. Okay. Zündverteilerkappe, die können wir noch checken. Den Zündverteiler selber können wir nicht checken, nur demontieren. So, kann man diesen Hebel da, den Halter mal angucken. Ja, der Halter ist auch nichts mehr. Entweder zu stark verrostet oder sonst wie. So, und jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen alle Kipphebel ab, die unter 50% sind. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ja gut, die müssen wir auch noch wegmachen, von daher. Also 10 sind unter 50%. Die anderen sind noch okay. Ich weiß nicht, ob wir die reparieren können. Da gucken wir einfach mal geschwind, ob man da was machen kann. Nee. Also 8 Ventilkipphebel. So. Da schreiben wir jetzt einfach mal Kipp. Kipphebelbrücke. Kipphebel. Sind es die? Oder heißt es wirklich Ventilkipphebel? Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ne, es heißt Kipphebel, okay. Nicht, dass da was falsch ist. 8 Stück habe ich gesagt, ne? So, 8. Sind aber teuer, die Dinger. Naja. Gut, das war das. Jetzt gucken wir uns mal eine Zündverteilung an hier. Kabel, Zündkabel, okay, 33%. Die kaufe ich auch gleich mal neu. Zünd. I6B, Zündkabel. Ja, das sind die hier. So, und dann die Zündverteilung noch angucken. Die Kappe ist gerade noch okay. Die Klammer haben wir ja ausgetauscht damals. Die andere Klammer weiß ich nicht. 44%, ja, die müssen wir austauschen. So, warte mal, bevor wir da lang rummachen. Beziehungsweise kann man die Klammer reparieren. Die kann man da bestimmt mal in den Schraubstock spannen. Ja, perfekt. Verteilerkappe, hatte die nicht 51%? Komm. So. Wie kann man an so einem Plastikkappenteil was reparieren, möchte ich mal wissen eigentlich. So, was haben wir noch? Dann haben wir den Zündläufer. Ich glaube, der ist nicht mehr so toll. 20%, okay, Zündverteilerläufer und der Zündverteiler. 50% gerade so, können wir da was reparieren dran. Okay, am Läufer ja. 70 reicht mir. Und der Zündverteiler, den müssen wir nachkaufen. Weil der ist gerade zu 50, das ist la 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 la. Deswegen, zu teuer ist der nicht, der Zündverteiler. Gut Leute, dann würde ich erstmal sagen, sind wir soweit fertig. Wir checken den Motor später noch weiter durch. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.